Nein, ich gehe nicht im Jogginganzug in die Uni. Habe ich noch nie gemacht. Obwohl es gibt sowieso ziemlich viele, die halt in Trainingshosen gehen, aber das sind halt meistens die Sportler, die das dann machen. Theoretisch könnte ich euch zwei loswerden. Was mache ich eigentlich mit ganzen Thermalgeneratoren? Die Lava ist ja futsch. Wie wäre es, wenn du die im Nether aufstellst? Ja, dann müsste ich ja da ständig sein. Okay, da habe ich einen Vorteil. Ich kann Abschnitte meiner Welt mit einem bestimmten Block laden lassen. Stimmt, das müsste ich eigentlich auch haben. Das ist doch mit Additional Pipes drin, oder habe ich das inzwischen rausgehauen? Wie heißt das? Chunk Loader Block oder so? Ja, Ne. keine Ahnung, Moment, ich guck Irgendwie kommt mal. da aber nichts Gescheites. Was ist denn das für ein Teil? Ach Verschlossene du Heilige. Truhe. Was Item soll ich jetzt sagen? Loader. Liquid Loader, Unloader. Ne, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ding heißt, oder? Loader? Ich weiß, irgendwas mit Okay. Chunk. Das war irgendwie Okay, ein ich glaube, ich goldener hab's Block, doch glaube nicht. ich. So, wie mache ich das jetzt mit den Water Strainern? Ich baue hier irgendwie Wasser. Ja, okay, ja, ich weiß, da ist viel Wasser. Ach ja, klar, du machst ja gerade nicht weiter, du hast ja keinen Strom mehr. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich es hier so anschließen könnte. Ich brauche mal kurz das Teil zum Abmachen. Wie heißt es nochmal? Weiß ich nicht. Nicht Zapfahren, sondern der Schraubenschlüssel, genau. Okay, hier ist jetzt nichts. Ich stelle jetzt auch keine Fackel auf. Das ist mir jetzt zu mühselig. Ich habe auch keine Fackel mehr bei. Ich gehe jetzt gleich direkt wieder nach Hause. 1, 2, 3, 4. Habe ich noch eine Pumpe? Quarry, Pumpe habe ich auch noch. Sehr schön. Dann habe ich Stone Waterproof Teil. Habe ich auch noch. Sehr schön. Ich habe ja noch alles. Das ist ja wunderbar. Dann brauche ich euch zwei. Und ich soll vielleicht ein bisschen Klumpertsch loswerden. Von wem du Glas das hier. Wort wohl hast? Ja, willst du ihn auch schon wieder nennen? Also manchmal kommt man Ist irgendwie es. nicht darum, ihn irgendwie zu nennen. Also. Ja, ich meine, natürlich, er Wenn ist ja man schließlich mache ein jetzt. großes Vorbild eigentlich, so als Let's Player. Ist ja, ich glaube, Deutschlands größter, kann das sein? 600.000 Abonnenten über inzwischen. Stimmt. Das ist eigentlich voll krass. Ich habe den letztens mal spaßeshalber deabonniert, nur mal was nachzugucken. Und während ich ihn deabonniert habe, wurden zwei Leute direkt wieder da reingerechnet in die Rechnung, von wegen Abonnenten. Okay. Das war aber, glaube ich, echt nur Zufall. Ich begebe mich hier mal kurz ins Dunkel, in der Hoffnung, dass hier etwas cool ist, aber ich glaube nicht. Ach komm, dann sammle ich das hier eben ein. Nicht böse sein, weil es dunkel ist. Da schaut mich ein Skelett an. Ach, das Sollen steht wir es unter mal meiner putzen? Laterne. Ach, deswegen brennt's nicht. Ich denke mir doch gerade. Moment, es steht unter der Laterne, wo es hell ist und dann fängt es nicht an zu brennen. Richtig, weil es kein Tageslicht ist. Also im Prinzip bringt die Laterne auch Schatten für die. Ist interessant. Unlogisch, aber interessant. Jetzt Ja, habe ich's. ich wollte gerade sagen, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. So, jetzt wollen wir kurz den Rucksack und ich hoffe, ich habe es noch auf Looseless gestellt. Loseless? Den elektrischen Schraubenschlüssel, den kannst du darauf einstellen, dass es keinen Maschinenblock mehr ausspuckt, sondern wirklich komplett die Maschine. Heißt das nicht lossless? Lossless. Oh, stimmt. Stimmt. Sorry. Ich habe mich gerade voll gewundert, weil ich höre auch total gerne diese lossless Soundtracks, weil ich ja gute Kopfhörer habe. Die sind halt auf wenig Verlust abgestimmt, dass da wirklich, ja, beim Konvertieren in MP3 oder so geht dem Arbeit verloren, aber eben nicht. Ja, ich habe halt an Lose gedacht wegen Verlieren und deswegen kam da jetzt Loseless zustande. Weißt du, was du bist? Useless. Oh, no. Bin ich useless? So, viele werden sich jetzt fragen, was ich hier überhaupt gerade treibe. Aber der gewiefte Zuschauer wird schon wissen, was das hier wird. Kannst du mal für mich laut erwähnen, weil ich werde höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr nachgucken, was du da machst. Ist dann die Frage, wie mache ich das jetzt? Ich werde hier gerade ein bisschen Erde los. Ach, ich will den Water. Ach, ich erkläre es mal, was ich machen will. Ich habe jetzt die Water Strainers gemacht. 10 an der Zahl sind es gerade. Und ich will ja meine Badbox anschließen, damit der Quarry und die Recycler wieder Strom kriegen. Apropos, die muss ich sowieso nochmal anschließen. Und das. Ich will es nicht weit weg machen, deswegen werde ich da jetzt eine Pumpe anbringen, die das Wasser direkt da reinpumpt in die Water Strainers. Bloß ich werde mich da jetzt ein bisschen unterirdisch eingraben, damit man das nicht so sieht. Ja, Punkt. Mal schauen, wie das wird. Hört sich gut an. Huch. Wie weit ist der Ach. Mittelteil? Hier ist ja meine. Hier ist meine Höhle. Warum kann ich gerade nicht hoch? Ach so, ich hab. Mein Ding an.
Ey, da fällt mir ein, wir haben gerade 50% des Skyblocks-Teams hier drin. Hätten wir Loks noch fragen sollen, ob er mit will, mit aufnehmen will für uns. Stimmt. Ja, der Jens kann ja leider nicht, zumindest nicht gut. Ja, es funktioniert halt gerade nicht. So, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich habe es ja letztens noch erwähnt in vor 2-3 Folgen, warum ich das denn nicht mache oder ob ich es dann wieder machen soll. Und dann aber alleine und dann wirklich richtig, weil das letzte Mal wäre ja voller Desaster. Ach, wieso denn? Warum willst du es dann alleine machen? Willst du uns nicht dabei haben? Okay, ich war ja sowieso Gast. Stimmt, eigentlich warst du ja nur Gast. Ich war nur Gast. Ich putze hier nur. Genau. Alter, habe ich viel Nikolait. 1, 2, 3, 4. Ja, 4,5 Stacks habe ich gerade eingesammelt. Und ich habe noch 3,5 in der Kiste. Willst du das haben? Och, nö, ich habe eigentlich noch. Ich brauche gerade nicht. Mache ich das jetzt? Mach ich das jetzt so, oder? So, jetzt brauche ich hier irgendwie eine Wasserstelle. Die kommt dann hierher. Mal schauen, ob es nicht zu eng ist. Was ich vor allem brauche, ist Wasser. Weißt du zufälligerweise, wofür Wooden Tie da ist? Was für eine Krawatte? Wooden Tie. Wooden Tie. Sagt mir gerade nichts. Wie schaut Wooden Tie aus? Ist es Red Power oder? Wie sticky ist nur andersrum. 90 Grad nach rechts gedreht. Oder nach links, je nachdem. Ich hab das gar nicht. Also ist schon mal nicht Red Power, also keine Ahnung. Da braucht man ein Creosote Oil für und Holzstufen. Holzstufen. Dafür muss ich Kohle im Smelting machen? Oder im Coke Ofen? Okay. Interesting. Ich schmeiß jetzt einfach mal da rein. Nehme das wieder mit und das wieder mit. Die beiden schmeiße ich da rein. So, jetzt einmal Wasser füllen. Ah, da füllt man ein. So, jetzt kann ich die Wasser eigentlich wieder füllen. So, dann. Wie mache ich das jetzt? Hier eine Pumpe. Na toll, jetzt hat sich das gedreht. Wie machst du das eigentlich? Hey, nimmst du Bricks für deine Diamanten oder nimmst du, wie heißt, Obsidian? Bricks habe ich hauptsächlich, weil ich sie sonst nicht verwende, benutze ich Bricks. Dann muss ich doch tatsächlich den Cobble hier verwenden. So, dann hier die Pumpe, dann hier die Redstone-Engine. Eigentlich brauche ich jetzt eine Obsidian, habe ich jetzt voll vergessen. Gehe jetzt mal eben runter in die Mine und holen wir das, oder? Ach, was mache ich denn? Das dreht sich automatisch. So. Du willst runter in die Mine und dir jetzt Obsidian holen. Ja, ich brauche sowieso Obsidian. 1, 2, 3. Das ist ja der Grund, warum ich mir die Diamond Drill gemacht habe. Sonst hätte ich mir die Diamanten gespart. Okay. Achso, okay. Moment, ich will jetzt. Wie will ich das jetzt machen? Ach, dann hole ich mir eben den Eimer und mach das. Ich brauche schließlich Wasser dafür. 1, 2, 3, 4. 4. Und hier auch. 1, 2, 3, 4. Dann sparen wir mal ein Kabel. Dann machen wir halt noch hier und hier und dann hier. Das schaut lustig aus. Ein Wasserturm. Naja, so ähnlich. So, die Bedbox fühle ich jetzt mal nicht ganz, wozu auch. So, gehen wir mal hier runter. Gott, das schaut heiß aus, ey. So, also ich könnte die beiden Teile jetzt. Also ich habe hier so gerade so einen Turm mit Water Strainern. Also ganz unten ist die Pumpe, dann führt geradeaus hoch die Pipes und an der Pipe dran sind jeweils, also 2x5 Water Strainer. Ey. Ich habe dir vorhin noch erklärt, was ich hier vorhab. Und jetzt baust du mich nach? Ach, hast du das so erklärt? Ach, deswegen ist es mir so eingefallen. Ah. Ja. Du bist ein. Wie nennt man sowas? Ein Dieb. Ich bin kein Dieb. Ich hab's bloß schneller gebaut als du. Ich hätte das patentieren sollen. Tja, zu spät. So, jetzt bauen wir hier ein bisschen zu, damit ich hier nicht runterfalle. Ich könnte eigentlich da unten noch ausleuchten. Damit mir da nicht Ungemach droht. Ungemach? Gemach. Am besten kein Ungemach. So. Machen wir hier wieder dicht.
Dann schauen halt hier jetzt da die Water Strainer raus, aber das ist mir jetzt auch Wumpe. Wumpe? Ist mir wurscht, Alter. Ich hätte mal einen Lehrer, der hat immer gesagt, ist doch Wumpe, wie er das rechnet. Hauptsache, da ist eine doppelte Sicherheit drin. Ha, it works. So, ach, Moment, ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt gesagt? Das sind jetzt 10 Stück, die geben auch 2 EO, also habe ich gerade mal 20 EO per Tick hier raus. Das ist aber jetzt etwas blöd. Dezent? Hm. Okay, wo hacke ich das denn weg? Mache ich das hier? Ach so, wenn ich da drauf laufe, dann sprudelt es, oder wie sehe ich das? Ach, wenn es grün ist, dann ist Wasser drin. Ach, das ist ja süß. Moment, am besten wäre es, wenn ich 16 hätte. Was habe ich auch gesagt? 10 habe ich, also brauche ich noch 6 weitere. Huch. Ach, also, Mist, ich wollte noch den Sticky Risen in den Ofen packen. Du. So, jetzt räume ich hier erstmal auf. Was habe ich denn alles dabei? Ist ja unglaublich. Hello Wire, also ich bin hier ein bisschen voll. Blue Wafer, könnt ihr sonst noch irgendwas rein? Nö. Und hier habe ich elektrischen Schraubenschlüssel. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht auf dein Thema eingegangen, fällt mir gerade so ein. Ich habe mich irgendwie von mir selber ablenken lassen. Ja, ich merke schon. Dein Thema ist voll nicht so diskutabel, Alter. Ja, genau, jetzt bin ich wieder schuld. Was war's? Kleider machen Leute. Was hältst du davon? Ja, okay, es kommt wahrscheinlich schon ein bisschen anders, wenn da jetzt der Anwalt im Anzug auftaucht oder hier, naja, in Jogging-Klamotten oder seinem Schlafanzug. Also, das macht dann schon was her. Also, in gewissen Situationen wäre es ein gewisses Auftreten in, im Anzug zum Beispiel nicht schlecht. Oder ein Feuerwehrmann muss natürlich auch sein Schutzkleid tragen, aber das führt jetzt irgendwie hier irgendwo ganz anders hin. Weil das stimmt. Das dient ja dem Schutze. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Mein Koffer aufräumen. Ja, okay, mach übertreiben es auch mit Alter, du musst unbedingt die und die Marke tragen und was weiß ich. Ich trage auch im Anzug. Im Anzug, genau. Nee, ich trage eigentlich auch meistens das, was mir gefällt, aber. Ich muss zugeben, ich schaue eigentlich auch, was ich anhabe. Also, ich wähle nicht irgendwas aus. Es soll schon irgendwo passen. Also, so wäre es jetzt nicht. So, jetzt das. Ach, genau, ich wollte ja hier nochmal 3 weitere machen. 6 weitere machen. Moment. So, und was kam eigentlich bei eurer Diskussion dann in der Schule raus? Also, das war, hatte der Lehrer angeschrieben. Naja, eigentlich so eine Diskussion. Das war dann auch so zum Thema Verstellen. Wir haben dann Text bekommen, handelte dann von einem Schüler, der halt ganz neu war am College. Und er hatte halt viele neue Klassenkameraden, die alle noch nicht kannte, und hat sich dann mal zu denen gesetzt in der Cafeteria. Und dabei hat sich dann so rausgestellt, dass er so eigentlich der totale Außenseiter ist, sag ich mal. Der konnte sich auch nicht so wirklich eingliedern. Und die Leute haben ihn dann gefragt, hast du schon dir das und das Handy angeguckt? Und er hat einfach gesagt, ja klar, und finde ich gut und so. Obwohl er davon gar keine Ahnung hat. Und mit seinem billigen MP3-Player da eigentlich ganz blöd aus der Wäsche guckt. Darauf kam er dann so zum Sprechen. Um auch mal so ein bisschen, zu zeigen, dass andere Leute ja sich von anderen Leuten wieder unterscheiden. Man versucht sich halt überall einzuschleimen, eben auch mit seinen Klamotten. Dass man sagt, Mensch, schau dir mal meine Sachen an, ich habe einen ganz guten Status, sag ich mal. Man versucht halt immer gut auszusehen nach außen hin, ne? Ja, das Äußere ist halt immer der erste Eindruck. Wie war das? Ich glaube, beim Vorstellungsgespräch zählen die ersten 30 Sekunden und wenn du denen irgendwie Mist baust, dann bleibt das ganz schön lange hängen. Das ist ja nicht sehr rosig. Was, die ersten 30 Sekunden? Ja. Yep. Ja, okay. Das reicht dann vom Handyschütteln bis zu den ersten paar Worten, oder? Genau, ja, und die sehen dich ja auch. Beziehungsweise du machst ja schon den Ersteindruck mit deiner Bewerbung. Stimmt, ja. Ach, ich habe ja noch Tanks. Ach, das macht nichts. So, dann. Duck. So, viel Obsidian habe ich nicht, aber das reicht vollkommen aus. Verdammt, jetzt habe ich Stone Waterproof Dingens genommen. Ich brauche ja Eisenteile. Iron Pipe, Stone Transport Pipe, Iron Transport Pipe. Ich brauche. Ach, von denen 6 Stück. Shit.